Na Leute, ich war vor kurzem wieder in einer Schlägerei in der Kantine verwickelt. Nachdem ich dort ziemlich aufs Maul bekommen habe, musste ich mich für ein paar Tage erstmal wieder zurückziehen und habe mir Gedanken gemacht, was könnte ich euch als besonderes Video für diese Woche sonst noch so bringen. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, Top 10 Lego Star Wars Sets aller Zeiten. Ganz wichtig bei meinem Ranking heute, ich habe keine UCS Sets reingenommen, weil UCS Sets sind verdammt teuer, sehen verdammt gut aus und verfügen meist über nicht viele Spielfeatures. Ich persönlich finde, UCS Sets haben in diesem Ranking jetzt nichts zu suchen, deswegen habe ich die auch klar abgetrennt. Wenn ihr von mir ein Ranking zu den UCS Sets sehen wollt, verlinke ich euch das oben in einer Infokarte. Dort gelangt ihr zu dem Video. Ich denke, ich habe lang genug drum herum geredet. Starten wir mit Nummer 10. Für diesen Platz werden mich einige von euch wahrscheinlich sehr, sehr hassen. Ich habe mich selber dafür auch ein bisschen gehasst, aber es ist tatsächlich die 75188 der Resistance Bomber aus 2017. Dieser Bomber ist im Star Wars Universum wahrscheinlich eines der schlechtesten Raumschiffe überhaupt. Kurioserweise eignet er sich aber als Spielset wirklich hervorragend. Ich kann es selber kaum in Worte fassen, wie viel Spielspaß ich mit diesem Bomber hatte. Allein der Auswurfschacht unten der Bomben hat so viel Spaß gemacht, immer die ganzen ersten Ordnungssturmtruppen abzuballern damit. Dann habt ihr auch noch zwei von diesen Kapseln gehabt, wo man Figuren reinsetzen konnte. Und dann konnte man den Bomber oben auch ja überall aufmachen und Figuren reinsetzen. Der eigenen Fantasie waren da auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt. Was mir bei einigen Sets heutzutage sehr auffällt, ist, dass die Stud-Shooter immer wieder hervorgucken. Das war bei diesem Set nicht der Fall. Ja, da war die Springloaded Shooter und die Stud Shooter richtig gut in das Set integriert und auch vom optischen her, oh, so wunderbar. Allein die Triebwerke, aus meiner Sicht auf jeden Fall verdient der 10. Platz. Auf Platz Nummer 9 liegt ein relativ junges Set und zwar ist es die 75337, der AT-TE Walker mit unserem Phase 2 Commander Cody. Dieses Set habe ich wesentlich weniger gewählt wegen der Figuren, sondern mehr wegen dem Set an sich. Aus meiner Sicht ist das die beste Version eines AT-TE Walkers, die wir jemals bekommen haben. Ich habe das Set damals ja kritisiert dafür, dass da kein Krabbendruide drin war, aber nachdem ich das jetzt über die 2 Jahre habe Revue passieren lassen, kann ich jetzt getrost sagen, es ist mir relativ egal. Meinungen können sich ändern. Das Set an sich, also der Walker, ist einfach viel zu gut, als dass ich über diesen Fehler noch lange meckern kann. Ihr habt in dem Set einen Haufen Möglichkeiten, wieder Figuren zu platzieren und nicht nur zum Platzieren. Ja, ihr könnt diese Plattform, auf denen die Figuren drauf sitzen, auch aus dem Walker rausnehmen und bestücken. Bei diesem Panzer wurde ja im Gegensatz zu dem Vorgängermodell auch die mittlere Sektion sehr gut verwendet. Das Set hat einen Henkel, es hat ja eine Kanone, was der Walker eigentlich sowieso haben sollte. Aber ganz wichtig für mich, es sieht sehr, sehr akkurat zur Filmvorlage aus. Und so akkurat wie dieser Walker hat bisher keiner ausgesehen. Was die 212. Truppler in diesem Set angeht, ich will darüber eigentlich nicht so viele Worte verlieren, weil es geht mir echt auf den Senkel. Phase 2 Klontruppler gehören für mich nicht mit doppelten Helmlöchern ausgestattet. Ich hoffe, dass Lego diese doppelten Helmlöcher bald fixen wird, denn dieser AT-TE Walker wäre eine 10 von 10 für mich gewesen, hätten diese Klone keine doppelten Helmlöcher gehabt. Auf Platz Nummer 8 haben wir die 8014, das Klon Battle Pack aus 2009. Ausnahmsweise habe ich für mich auch mal ein Set in diese Liste gepackt, welches zum Anfang, ja, als es released worden ist, einen relativ niedrigeren Preis hatte. Heutzutage sind diese Battle Packs ja wirklich unbezahlbar. Wenn ich daran denke, wie ich damals als Kind in den Lego-Katalogen rumgeblättert habe und mir dann dieses Battle Pack in die Augen fiel, mit seinen 3 regulären Klontrupplern und einem Klongunner und dazu alle noch in dem Stil von Star Wars The Clone Wars, boah, es war einfach ein legendäres Set. Es ist immer noch ein legendäres Set. Aber man bekommt es so schwer. Schaut euch mal die Klontruppler heutzutage an, wie teuer die sind. Ich glaube 12 Euro das Stück. Zu diesen Klontrupplern gab es auch noch diesen netten Walker. Wunderschönes Set. Wie gerne ich doch irgendwann mal eines von diesen Dingern original verpackt in meinen Händen halten würde. Auf Platz Nummer 7 ist die 7676, ein Set aus der goldenen Ära von Lego Star Wars, schon wieder, und zwar ist es das Republic Attack Gunship, basierend auf Star Wars The Clone Wars. Heutzutage dürfen wir mit keinem vernünftigen Gunship mehr rechnen, deswegen musste ich auf dieses Gunship zurückgreifen, was ohne Zweifel das beste Lego Star Wars Gunship bisher gewesen ist. Und ja, ich weiß, dieses Set verfügt zwar über keinen Henkel, dafür aber über einen Haufen
guter Spielmöglichkeiten und ganz wichtig vor allem über richtig angebrachte Türen. Hust, Hust, Coruscant Guard Gunship. Ja, ich gucke dich an, wenn man diese beiden Gunships mal miteinander vergleicht. Damals konnte man sich ja kaum retten vor Spielfeatures, wenn ich allein an diese Medikapsel denke, die dabei war. Wenn man gespielt hat und einer seiner Klontruppler verletzt war, dann konnte man den da reinlegen und nach Hause fliegen. Das ist genial gewesen, dieses Konzept. Der Fantasie war da keine Grenzen gesetzt. Und was haben wir heute? Leergefegte Gunships. Wo nichts drin ist. Noch nicht mal eine Kiste. Schaut euch gerne mein Review zu dem Coruscant Guard Gunship an. Dort wird es sehr, sehr traurig und deutlich. Auf Platz Nummer 6 liegt tatsächlich das jüngste Set der gesamten Liste. Es ist nämlich die 75348 TIE Interceptor vs. Fang Fighter aus 2023. Und auch wenn dieses Set auf einer Serie basiert, die ich nicht besonders mag, und zwar The Mandalorian, muss ich dennoch meine Credits diesem Set geben. Es sieht einfach nur hervorragend aus. Vor allem hat es den besten Remake TIE Interceptor jemals drin gehabt. Und nicht nur, dass wir so einen guten TIE Interceptor bekommen haben, nein, wir bekommen es auch noch als Versus Set, also quasi ein Counterpart. Und der Preis für dieses Set, als es rausgekommen ist von Lego selber, ist wirklich verdammt gut gewesen. Hier auch nochmal eine explizite Kaufempfehlung von mir an euch. Dieses Versus Set ist es wert. Auf Platzo Nr. 5 haben wir die 7964, die Republic Frigate aus 2011. Und auch hier verrunzelt sich meine Stirn wieder so weit in Richtung Lego Studio. Warum bekommen wir von dieser genialen Fregatte kein Remake? Es würde sich doch gerade wunderbar anbieten. Ich meine, wir bekommen einen Haufen Phase 2 Klon-Commanders und Captains und normale Klon-Phase 2 Truppler. Es wäre aktuell die Gelegenheit, die Republic Frigate neu aufzulegen und dann mit einem Commander Worf in Phase 2. Mit Wolfpack Troopern aus Phase 2 neu rauszubringen. Ja? Das hat mir noch gefehlt. Auch wenn ich nie in den Genuss gekommen bin, mit diesem Set aufzuspielen, habe ich es dennoch bei Freunden stehen sehen damals und habe mir Reviews auf YouTube dazu angeschaut, wie viele wunderbare Spielfeatures dieses Set auch eigentlich besitzt, wenn ich da allein an die Rettungskapsel denke, die ja wirklich die gesamte Besatzung auch retten kann. Oder die einklappbaren Standfüße und die Bombenfunktion und das Cockpit, was man aufklappen kann und die Kanonen-Nier-Station im Hinterteil. Und nicht nur kann man mit dem Ding gut spielen, nein, es ist auch ein hervorragendes Ausstellungsstück. Diese Fregatte neben den UCS Vendetta oder neben den damaligen Playscale Vendetta gibt sicherlich ein hervorragendes Bild ab. Ich bei mir hier selber verfüge leider nicht über den Platz. Hoffe aber in der Zukunft das Ganze irgendwie mal umstellen zu können. Auf Platz Nummer 4 ist die 75290 Mos Eisley Cantina aus 2020. Und jetzt werdet ihr sicherlich schon die Kommentare aufmachen und schreiben: Visible Brick Studios, was hast du für eine Scheiße da veranstaltet? Das ist doch ein UCS-Set. Nee, ist es eben nicht. Laut Lego ist es ein Set, was aus der Master Builder-Serie kommt. Haha, Kniffe und Tricks, ja. Deswegen habe ich es in diese Liste mit reingebracht. Und das wirklich zu Recht. Die Mos Eisley Cantina ist eines der detailreichsten Ausstellungssets, was ich jemals gesehen habe. Nicht nur vom Interieur, nein, sondern auch von den Minifiguren. Wir bekommen einen Haufen exklusiver Minifiguren, die nur in diesem Set mit drin sind. Und gerade diese Minifiguren lassen diese ganze Mos Eisley Cantina und noch nicht mal die Mos Eisley Cantina an sich. Nee, ihr bekommt ja auch noch ein paar Gebäude außenrum und ein paar Speeder außenrum. Die lassen das Gesamtbild wirklich lebendig erscheinen. Außerdem war diese Mos Eisley Cantina das letzte Set, wo wir einen Dubek gesehen haben. Einen vernünftigen Dubek und keinen Brickbuild Dubek. Ich persönlich finde ja, dass Kreaturen im Star Wars Universum, also auf jeden Fall im Lego Star Wars Universum, viel zu kurz kommen. Wir bräuchten auch mal dringend einen neuen Rancor Pit. Wenn ihr da draußen ein paar mehr Euro übrig habt und so wie ich einfach nur ein hervorragendes Set zum Ausstellen haben wollt, kauft euch die Master Builders Cantina. Auf Platz Nummer 3 liegt ein Set, mit welchem ihr die Galaxis unterwerfen könnt. Hierbei handelt es sich um die 7662 der MTT aus 2007. Ich habe ja in meinem letzten Video den MTT aus 2014 vorgestellt. Schaut es euch gerne an. Ich werde es natürlich auch in diesem Video hier oben in der Infokarte verlinken. Darin habe ich den MTT aus 2007 ja auch in den höchsten Tönen nochmal gelobt. Das würde ich in diesem Video gerne fortführen. Denn dieses Set eignet sich erstens hervorragend zum Ausstellen, zweitens hervorragend, um eure Separatistenarmee aufzuwerten und drittens hervorragend auch als Spielset, wenn ich allein daran denke, dass ihr in diesem Set einen kleinen separaten Speeder bekommt, mit dem ihr die ganzen Teile aus dem MTT rausfahren könnt. Das ist wie ein kleiner Troop Carrier gewesen, bei einem großen Troop Carrier. Und vielleicht könnt ihr euch auch noch an dieses ein oder andere Video da draußen auf YouTube erinnern, in welchem gezeigt wurde, wie man den MTT noch modifizieren kann. Mit allen anderen MTTs kann man das nicht so gut modifizieren wie bei diesem Teil, ist ja auch der größte, mit dem größten Freiraum noch drin. Aber selbst ohne diese Modifikation bietet dieser MTT
so viel Platz für Droiden und so viel Raum für eure Fantasie. Lego, bitte macht dieses Set einfach nur nochmal neu. Am besten haltet ihr euch an die Version aus 2007, macht ein paar neue Teile ran, macht ein paar neue Droiden rein und schon habt ihr den Verkaufsschlager des Jahres eigentlich erreicht. Auf Platz Nummer 2 haben wir schon wieder ein Set aus dem Jahre 2009 und zwar ist es die 10195, das Dropship und der AT-OT. Ja, ich wäre natürlich in Teufels Küche gekommen, hätte ich dieses Set nicht irgendwo auf die Liste gepackt. Und ganz ehrlich, zu Recht. Ja, zu Recht, warum sollte ich dieses Set nicht auf die Liste packen? Es ist ein legendäres Set damals gewesen, es ist ein legendäres Set heute immer noch, mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass es heute unbezahlbar ist. Ich glaube, original verpackt gilt das Ding mit 800 bis 1200 Euro über die Bühne. Und ich sehe den Hintergrund, ist komplett logisch. Dieses Dropship, was da drin ist, das hatte die Möglichkeit, diesen AT-OT mit sich herumzufliegen. Es hatte eine Klickfunktion, was ihr oben raufsetzen konntet und dann damit wegfliegen konntet, ohne großartig noch irgendwas zu machen. Und nicht nur mit diesem AT-OT, nein, sondern auch mit dem damaligen AT-TE. Es war quasi universal einsetzbar, aber das brauche ich euch bestimmt nicht zu erzählen. Ihr habt dazu garantiert schon ein Review angeschaut, also wisst ihr, wie diese Funktion funktioniert. Ich bereue es wirklich, meine Griffel damals nicht irgendwie daran zu bekommen haben. Selbst in meinem Freundeskreis hatte dieses Set keiner. Aber als außenstehender Beobachter kann ich sagen, verdienter Platz Nummer 2. Und nun, der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Platz Nummer 1. Dann bringen wir den Job mal zu Ende. Aus 2009. Ich glaube, bei diesem Set gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Ich meine, es ist so eine 50-50-Chance mit mag ich oder mag ich nicht oder verdient es nicht. Aus meiner Sicht ist es aber die 8038, das Battle on Endor. Ja, okay, dann erkläre ich euch mal, warum ich dieses Set als Platz Nummer 1 gewählt habe. Erst einmal, ihr habt in diesem Set drei Fraktionen abgebildet. Ihr habt das Imperium, ihr habt die Rebellenallianz und ihr habt die Ewoks. In welchem der anderen vorher genannten Sets hattet ihr drei Fraktionen? Korrekt, in keiner. Okay, bei der Cantina kann man sich streiten, aber es sind ja keine Fraktionen, die so gegeneinander kämpfen. Theoretisch könnte man die Ewoks auch zu den Rebellen zählen, tue ich jetzt aber in dem Fall nicht, weil die ja doch auf einem anderen Kampfniveau unterwegs sind. Wir haben für das Imperium hier den AT-ST, wir haben für das Imperium hier den Bunker, wir haben für die Rebellenallianz, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich gar nichts außer die Minifiguren. Wir haben für das Imperium noch die Speeder, wir haben für die Ewoks das Katapult, wir haben für die Ewoks den Gleiter. Und mit all diesen Komponenten lässt sich ein richtig gutes Schlachtfeld nachstellen. Ich wünsche mir von diesem Set so dringend ein Remake. Lego, wenn ihr dieses Video seht, ich würde dieses Set auch zwei oder dreimal kaufen, wenn ihr es neu auflegt. Aber dann bitte genauso gut wie das letzte oder besser. Boost Coruscant Guard Gunship. Ja Leute, und dann sind wir jetzt am Ende des Videos angelangt. Was sagt ihr zu meiner Top 10 Auflistung? Stimmt ihr mir soweit zu oder was würdet ihr ändern? Schreibt das alles in die Kommentare rein. Ich freue mich auf eure Antworten und dann hören wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.